Folgende Datentypen, einfache Datentypen gibt es in Java. Das hier sind die entsprechenden Schlüsselwörter. Der Datentyp Boolean, der repräsentiert boolsche Werte, also entweder true oder false. Der Datentyp Character, der repräsentiert Charakterwerte, also Buchstaben, und die Basis davon in Java ist der 16-Bit Unicode-Zeichensatz. Dann gibt es den Datentyp Byte, ein 8-Bit-Integer-Datentyp. Da werden wir uns aber im Rahmen dieser Vorlesung nicht mit beschäftigen. Dann gibt es die Datentypen Short und Int für die Repräsentation von ganzen Zahlen. Short ist dabei ein 16-Bit-Integer und Int ein 32-Bit-Integer. Das heißt, hiermit, mit dem Datentyp Short, können 2 hoch 16 ganze Zahlen dargestellt werden, mit Int 2 hoch 32 und mit Long, das ist auch noch ein entsprechender Datentyp für ganze Zahlen, 2 hoch 64, also eine ganze Reihe mehr. Für reelle Zahlen, Gleitkommazahlen, gibt es die Datentypen Float und Double. Und zwar lassen sich damit 2 hoch 32 Werte und mit dem Datentyp Double 2 hoch 64 Werte repräsentieren. Wie gesagt, man kann in Java im Prinzip bei den mithilfe der Standarddatentypen, die ja aufgeführt sind, nicht alle ganzen Zahlen repräsentieren. Die Wertebereiche sind beschränkt. Schauen wir uns das mal beim Datentyp Int an. Das ist ein 32-Bit-Integer, das heißt, es wird 32-Bit Speicherplatz für einen Integerwert reserviert. Und der Wertebereich umfasst die Werte von minus 2 hoch 31 bis 2 hoch 31 minus 1. Das minus 1 kommt daher, dass hier ja auch noch die 0 irgendwo dazwischen liegt. Hier ist mal eine Deklarationsanweisung, wo eine Variable max eingeführt wird vom Typ int und der wird dieser Wert zugewiesen. Dieser Wert entspricht genau 2 hoch 31 minus 1, also dem größten im Bereich im Datentyp int überhaupt darstellbaren oder abspeicherbaren Wert. Wenn ich jetzt mache max gleich max plus 1, das heißt, ich addiere 1 dazu, ja, dann müsste ja eigentlich da rauskommen, entsprechend 4,8. Dieser Wert 4,8 liegt aber nicht mehr in diesem Wertebereich. Und in Java ist es dann so, dass an dieser Stelle dann einfach ein Umbruch passiert, sodass am unteren Bereich des Wertebereiches wieder neu angefangen wird. Das heißt, max speichert nach dieser Operation den Wert minus 2 hoch 31. Das ist genau dieser Wert. Das müssen Sie verinnerlichen und müssen wissen, dass es beim Rechnen mit großen Zahlen unter Umständen zu Problemen kommen kann.